Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Man of the World Back to the Anfänge oder zurück an die Anfänge. Back to the Woos gibt's ja, glaube ich. Ach nee, Back to the Woos gibt's. Oh, back to the Woos. Keine Ahnung. Bin ein kleiner Mensch, ich weiß nichts. So. Ich muss mir jetzt mal ein bisschen bildlich jetzt vorstellen, was wir hier machen. Oder machen wollen. Wird ja so ein schönes Lagerchen werden. Obwohl, eigentlich hätte ich ja drei gebraucht. Einen ein Geländer. Obwohl, mit dem Geländer kann man diese Brickstones nehmen. Also muss ich auch dort runterbauen. Wir werden erstmal so hier machen. Und hier so ein kleines Quadrat ausfüllen. Machen. Nach hinten zu, es wird jetzt noch ein bisschen erweitert. Kann ich überhaupt damit was machen? Nee, oder? Nee. Gut. Das heißt hier so zwei, alles durch. Ach Mensch, Leute, ihr habt es gut. Ich hoffe, meine Videos müssten schon machen. Obwohl, ich müsste sich auch ein bisschen besser werden. Ich habe mir ja auch, letzte Folge habe ich schon gesagt, ich überlege mir noch neuere Sachen, die ich mache. Auf YouTube, beziehungsweise alte, neue Sachen, sowas. Weil damals war es so richtig geil gewesen. Damals war schon geil. Eigentlich müsste man von der Zeit von damals nochmal zurückdrehen. Mit denen, um jetzt mehr Zuschauer zu haben. Weil es war wirklich manches... Ja, wir haben gesungen in dem Livestream wie verrückt. Es hat Spaß gemacht, Leute. Tut man immer mal in der Flasche nuckeln. So, weil bin jetzt vom Lehrgang und der war schon sehr anstrengend. Er ist kurz zurück. So. Wir machen erstmal die Treppe hier fertig. So, dann haben wir nochmal 8 Treppenstufen. Ah, wir brauchen aber noch, bevor ich hier alles benutze. Wir brauchen noch ein Näxchen. Und ich brauche unbedingt bald eine Kiste. Hey, das kotzt ihn an. Also ein Holz passt nicht so richtig, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Aber das kriegen wir schon hin. Warum geht das nicht? Warum ist das manchmal so ein Fehler in der Matrix? Muss weiter unten anpacken. Oder was ist denn, wenn ich hier rüber gucke? Ist das der Trick? Ist das da wirklich der Trick? So. Ist die Frage, hier werde ich wohl auch Brickstones reinmachen. So, Ziegelsteine. Treppe. Ja, gucken wir nochmal, wir drehen uns so. Anscheinend ist das der Trick. Also, sieht ein bisschen monströs aus. Was ist denn, wenn man hier vielleicht noch die Wand... So, in Stein
machen. Also in den Cleanstone. Oder sauren Stein, was auch immer. Am besten, so gefällt mir erstmal. So ist schon mal okay. Dann werden wir hier noch ausbauen müssen. Und hier so drum. Dann haben wir mal hier Cleanstone nach unten schön angepasst. Das müsste ja. Das müsste gut aussehen. Ich würde sagen, ja. Dann lassen wir mal weiterbrennen und hauen wieder ab nach unten. Denn wir haben hier unten noch einiges zu tun für unser Lager. So, aber wenn sie nur ein Mensch ist, nimmt er kurz sein Handy und schreibt ihm ein Zeug. Ein wunderschönes Mädchen, echt. Ja, das Mädchen ist echt toll. Aber wohnt weit weg. Wer für den Lied singen müsste. Oh, ich glaube, wenn ich singe, haut's ab. Dann hast du keinen Bock mehr auf mich. So, hier wird's langsam dunkel. Kann man auf umgedrehte Treppen einen Zaun setzen? Das würde gehen. Und wenn wir hier jetzt kein Cleanstone, sondern die Stone Bricks nehmen. Wie sieht das aus? Wie wird das aussehen? Schon wieder schlafen. Für die Hühnchen machen wir den nächsten Part was, glaube ich. Bin ich bescheuert? Gut, okay. Ich nehme dann nämlich eben die, ja. Ich wollte ja eigentlich die so ein Büchsen machen. Das kann sich sehen lassen. Das können wir machen, das ist kein Problem, aber ziemlich teuer. Und das ist jetzt die letzten Treppe. Stufchen. Bist du scheiße? 1, 2, 3, 4, 5, 6, weg, 7. Da kommt hier oben Cleanstone hin. Ne, wir wollen ja die Seite des Cleanstone machen. Da müssen wir aber auch Holz sammeln jetzt noch. Gehen wir jetzt noch ein bisschen Holz farmen. Cool, das mache ich dann nach dem Part. Ja, machen wir nach dem Part. Weiter ausbauen. Also das ist schon mal okay hier. Das können wir so lassen, das gefällt mir. Das hier weg. So. Dann mach mal hier noch Cleanstone lang. Da kommt das hier noch weg. Genau. Cleanstone, Stone Bricks. Was ist man das immer noch im Englisch nennt? Also man ist das ja gewöhnt in Englisch. Aber dass man das nie in Deutsch anspricht, Ziegelstein und gebrochenen Stein. Wie heißt er hier? Bruchstein, ja.
Wie macht man das jetzt weiter? Ich würde mal sagen, das machen wir erstmal einen Schluss und graben uns erstmal nach unten. Jetzt habe ich gerade wieder eine Nachricht bekommen, auch von jemand anderen. So, und dann machen wir, hier muss es weg, 2. Machen wir erstmal eine 2er Stufung. Aber so, dass wir rauskommen noch. Ja, passt, ist alles in Ordnung. Die Wand lassen wir. Obwohl, ne, die muss auch Stone Picks. Ne, war. Bei dir bin ich unentschieden. Wir machen das mal weg. Aber dann brennen wir nochmal. Das ist ja auch nicht das Schlimme daran. Obwohl, hier würde ich noch nicht wegmachen. Den Steine setzen. Let me. Ich glaube, manche, die haben schon einen Plan, wie ich das hier gestalten möchte. Vielleicht hole ich mir auch mal am besten einen Server. Und lass mir ein paar Leute mithelfen. So ein paar Bausklaven. Oder wie sie bei Snapsheep und Computergirl gesagt haben. Eigentlich muss ich auch noch das hier da lassen. Ich muss aufpassen, ich muss ja dann auch die Dings dran machen. Die Treppen. Dann brauche ich noch... Oh, weg. Ah ja, passt genau. So. Ist ja bestimmt bald wieder Nacht, oder? Der Part ist ja auch gleich wieder vorbei, also. Dann werde ich Bäume fällen in den Paar, zwischen den Parts. So. Ja. Falsch. Das war das Tor. Ne, wir brauchen... das hier. So. Und dann brauchen wir noch 2. Die haben wir hier. Ey, geil. Nice. So. So. Und jetzt brauchen wir noch die Steinchen hier. Finde ich einfach. Ne, hab ich, okay. Die sind schon mal nicht mal weg. So, das hier mache ich jetzt. Ach, wir haben hier keine Axt mehr. So. Und muss ich überlegen, so hier. Gut, das ist weg, das ist fertig. Und die Holztreppen. Und der hier weg. Das ist ein bisschen nah, vielleicht sieht das, das wird dann besser aussehen. Keine Angst, keine Sorge, das sieht dann gut aus. Habe ich die Hoffnung. Ja, ich glaube, damit kann man sich abfinden. Dann sollte aber am besten eine Fackel hier unten rein. So, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt mir noch oben nicht einen Daumen nach unten, schreibt in den Kommentar, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.